Geht nicht am Nationalfeiertag nach China, hat man uns gesagt. Was machen wir? Wir gehen zum Nationalfeiertag nach China. Das haben wir jetzt davon. Was sollen wir machen? Es wird auf jeden Fall eine ruhige, spirituelle Erfahrung. Ganz alleine. Was wollen die denn alle hier? Die haben das doch bestimmt schon mal gesehen. Hier darf bloß keine Panik ausbrechen. Wo wir schon mal hier sind und ein bisschen Zeit haben, kann ich ja mal erzählen, was mir so passiert ist, als wir hier ankamen. Und zwar sind wir von Kuala Lumpur ja nach Peking geflogen. Und wir kamen halt hier an, mitten in der Nacht. Flughafen war schon quasi dicht. Gehen zum Paketband, Lena nimmt ihren Rucksack. Ich guck so, lauf eine Runde ums Paketband, kein Rucksack von mir da. Da kam Freude auf. Richtig scheiße, ne? Und dann, man denkt ja dann erstmal so, okay, vielleicht liegt er hier irgendwo noch. Gehen wir mal nachfragen. Ja, dann sind wir halt zu dieser Beschwerde- oder Infostelle, wo man sich darüber erkundigen kann. Die Frau hat uns relativ angenervt weitergeholfen. Und was ich im Endeffekt gemacht habe, war halt so eine Gesuchtenanzeige. Konnte ich halt nur aufgeben und musste dann halt nach Hause fahren. Wir hatten weder eine SIM-Karte noch sonst irgendwas, worüber wir uns mit denen verständigen konnten. Aber wir hatten eine E-Mail, die wir denen hinterlassen haben. Wir sind dann erstmal ins Hotel. Ich hatte keine Klamotten, keine frischen Klamotten, nichts dabei. Keine Duschsachen und so. Also es war nicht angenehm. Am nächsten Tag, spät, kam dann irgendwann eine Mail. Hey, wir haben deine Tasche gefunden. Da habe ich mich erstmal mega drüber gefreut. Problem dabei war aber, die war nicht in Peking bei uns, sondern die war noch in Kuala Lumpur. Das heißt, ein paar tausend Kilometer weit weg von uns. Dann wurde gesagt, am nächsten Tag wird die hinterher geflogen. Hab die gefragt, ob die es zum Hotel bringen können. Und ja, tatsächlich, die hat gesagt, machen wir, bringen wir dann zum Hotel. Ja, einen Tag später waren wir dann auf der chinesischen Mauer, haben dann irgendwann wieder Internet bekommen. Und dann per E-Mail nochmal gecheckt, dass die gesagt haben, die Tasche ist jetzt hier in Peking. Da habe ich mich erstmal wieder mega gefreut. Haben die nochmal Adresse gegengecheckt und die dann zum Hotel gebracht. Als wir dann abends zurück waren, war die Tasche dann tatsächlich in der Rezeption. Und Glück gehabt, ne? Und ich hatte nach 4 Tagen endlich wieder frische Unterhosen. Zur Freude von Lena. Ja. Was ist das? Zeig das mal. Das ist die Polizei. Ein Polizeiroboter. Ich habe so ein Ding neulich in klein, auch in einem Werbespot gesehen. Und der hat dann mit Kindern irgendwie gesprochen und Kinder haben damit gespielt. Und der fährt von hier rum und sorgt für Ruhe. Und der hat auch eine Kamera oben dran. Okay, sehr krass, da ist noch was. Allen Seiten ist eine Kamera. Okay. Da machst du echt nichts. Vielleicht wird es jetzt sogar allmählich wieder leerer. Ah. Guck dir das an. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Ich auch nicht. Doch, bei dem Herr-der-Ringe-Krieg. Ah ne, das waren Orks, das waren keine Menschen. Überhaupt nicht überfüllt hier. Panik! Also wir waren gerade auf dem großen Tiananmen-Platz. Das ist dieser große Platz vor der ganzen verbotenen, oder ist das schon Teil der verbotenen Stadt? Nein, die verbotene Stadt an sich hat eine große eckige Mauer drumherum. Also wo wir gerade durchgegangen sind. Okay. Also wir sind gerade von diesem riesigen Vorplatz gekommen, der natürlich so nicht zu sehen war durch die ganzen Menschenmassen, weil das alles abgezäunt war. Aber wir gehen jetzt halt rein in die verbotene Stadt und schauen mal, was da für Tempel drin sind. Oh, Moment, da gucken sie mal. Oh, hier. Okay, das ist ein Spiel. Gut, dann lass uns angehen, ne? Dann gehen wir mal weiter.
Ja, wir haben leider gerade erfahren, dass die Tickets ausverkauft sind für heute und für morgen und wir daher leider den Palast nicht sehen können, was echt traurig ist. Jetzt sind wir einmal hier. Wir sind auf den Vorplätzen jetzt hier, was auch schon sehr eindrucksvoll ist, aber rein kommen wir leider nicht mehr. Ist halt Nationalfeiertag, ne? Macht man ja auch nicht. Hätten wir echt nicht gedacht. Ja. Dass es überhaupt geht, dass es ausverkauft ist. Ja, weiß nicht, was wir jetzt machen. Vielleicht noch ein bisschen hier rumlaufen und dann gucken, ob wir irgendwo essen gehen können, oder? Gute Idee. Können wir so machen. Ja, schade. Wir haben grün, aber die Autos haben irgendwie trotzdem Vorfahrt. Also grün heißt hier nicht immer grün, das ist so, naja, wer gerade kommt halt, ne? Und Autos haben generell immer Vorfahrt. Also schön aufpassen, wenn ihr hier unterwegs seid. Und sowas erlebt man auch mal. Ein seltener Anblick. Komplett leere U-Bahn-Station. Aber wir nehmen trotzdem die Rolltreppen. Hier ist es schön ruhig. Ah ja, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass es auf jeden Fall sehr populär ist, hier mit dem Fahrrad zu fahren. Und mit dem Elektroroller halt. Ah, wir haben grün, okay. Das heißt nichts. Wenn wir über Straßen gehen, das muss ich jetzt immer filmen. Super schönes Wetter. Mega. Man ist wohl arschlange hier unterwegs von A nach B. Trotz U-Bahn-Anbindung. Ich glaub's nicht. Ein 7-Eleven. Der allererste, den wir hier sehen. In Thailand alle 100 Meter und hier das erste Mal, dass wir einen sehen. Krass. Hey, da sind wir doch. Und rein geht's. Also wir sind jetzt im Vegetarian and Dumpling und haben uns einfach mal so ein paar Sachen von der Karte bestellt. Ist noch nicht alles da, aber bevor Lena das jetzt hier leer ist, wollte ich euch das mal zeigen. Das ist eine Art Suppe, oder? Genau. Ein Pott mit Tofu drin. Dazu geiler Reis. Und das kann man sich jetzt einfach so nehmen. Okay, wir werden heute also definitiv nicht verhungern. Es kamen gerade noch zwei Teller und ich hoffe, das war's jetzt erstmal. Also hier haben wir den großen Pott mit Tofu und irgendwelchen Bällchen noch. Keine Ahnung, was da so genau drin ist. Hier haben wir den Reis. Da haben wir, was ist das, Schatz? Irgendwas Kartoffeliges? Ich glaube schon. Okay, irgendwie frittierte Kartoffeln. Und da hinten haben wir noch diese Teigtaschen, gefüllt mit Zucchini war das, ne? Hier ist Sauerkraut drin. Nee. Doch, hier drunter. Viele Grüße nach Deutschland. Sauerkraut. Sauerkraut. Heftig, ey. Ja, das ist unser Essen jetzt. Also wir sind gerade hier auf dem Gelände vom Himmelstempel. Und viele alte Leute oder Chinesen kommen hier hin, um hier Karten zu zocken. Überall an den Bänken. Folgen Sie mir. Folgen Sie mir. Wir sind da! Da die verbotene Stadt ja leider für uns verschlossen geblieben ist, haben wir uns jetzt entschlossen, kurz was zu essen und jetzt hier hinzufahren zum Temple of Heaven. Was auch ziemlich eindrucksvoll ist. Und überlaufen. Gut besucht. Aber sieht schon cool aus. Cool. Also das hier hinter uns ist der sogenannte Himmelstempel oder Himmelsaltar, wo die Kaiser aus der Ming- und Qing-Dynastie immer gebetet haben, damit die Ernte gut wird. Also die Kaiser, die in der verbotenen Stadt immer gehaust haben, in der wir jetzt nicht reingekommen sind. Hier haben sie gebetet auf jeden Fall, in diesem Tempel. Vor vielen, vielen Jahren. Aber bestimmt heute noch ein paar. Ich glaube, da kann man nur mal kurz reingucken. Thank you.
这儿没有什么东西。 Ich musste nachher Fotos machen. Kamera-Battle. Okay, bisher waren es immer nur Mädels, aber jetzt trauen sich auch schon die Typen. Okay, dann gehen wir mal da drauf. Da sind wieder ziemlich viele Menschen, aber wir machen es trotzdem. Go, 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 go! Okay, wir sind jetzt oben drauf und anscheinend ist das da in der Mitte der spirituellste Ort, der wichtigste. Okay, alle müssen sich mal draufstellen. Ah ja, okay. So ein Ding. Können Sie sich ruhig gerade draufstellen. Mal wollen Sie doch machen. Sorry, da muss ich nicht mitmachen bei so einem Theater. Oder willst du drauf? Ich hab's berührt! Bist du die Erleuchtete? Ja. Wir sind jetzt hier in der Parkanlage, also im Naturpark von diesem ganzen Komplex. Und hier ist es viel angenehmer und viel schöner und wir haben hier total viele Bäume. Hier kann man ein bisschen entspannter gehen, es ist nicht überlaufen und schön ruhig. Also mir gefällt es hier. Ja, das ist cool. Und wir gehen jetzt noch zur letzten Station an diesem Tag, wo wir mit unserer Karte noch reinkommen. Deshalb wollen wir uns das noch anschauen. Bis gleich. Also neben diesem Rosenpark ist jetzt hier so ein Baumpark, würde ich mal sagen. Ne? Ganz krasse Baumstrukturen. Hui. Sieht aus wie eine Wespenspinne. Also eine Wespe mit Spinnenbeinen. Ja, das ist, was du meinst. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach draußen von dem Temple of Heaven. Genau, Temple of Heaven war es. Ja. Wir haben jetzt ein paar schöne Sachen hier gesehen. Es war relativ überlaufen, aber die Frage ist jetzt, würden wir es weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber am meisten hat uns hier der Stadtpark gefallen. Die Bäume, die Rosen, also es war sehr schön. Genau, also dafür würden wir es auf jeden Fall empfehlen. Die Tempel und sowas zu sehen, ist einerseits von der architektonischen Seite sehr interessant, aber auch von der geschichtlichen Seite. Da wird man, glaube ich, nicht drum herum kommen, wenn man sich für chinesische oder Geschichte von Peking interessiert. Aber uns hat am meisten hier beeindruckt, dieser riesige Park. Ja. Was wir wohl schade fanden, dass wir nicht so wirklich in die Tempel hineingehen durften. Man konnte immer nur von draußen gucken. Ja. War auch okay. Wir haben jeder 34 Yen bezahlt, also zusammen knapp 70, was
insgesamt so um die 10 Euro sind, also 5 Euro pro Nase, was okay ist, wie wir finden, total, weil man ja wirklich viele, viele Stunden verbringen kann. Wir hatten nur leider ein bisschen Pech, weil wie gesagt Nationalfeiertag hier ist und es einfach unfassbar voll war. Aber da das ein sehr großes Gelände ist, kam man trotzdem sehr gut hier voran. Also fanden wir es überhaupt nicht problematisch. Also Daumen hoch für den Himmelstempel. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Wir packen gleich und morgen nehmen wir dann den Zug nach Shanghai. Diesen Bullet Train, der sehr schnell fährt. Und da freuen wir uns schon drauf, aber wir müssen sehr früh aufstehen. Deshalb müssen wir uns gleich ranhalten mit dem Packen und dann geht's morgen früh weiter. Okay, ciao. Tschüss. Entschlossen, kurz was zu essen und jetzt hier hinzufahren zum Heaven. Scheiße. Temple of Heaven? Temple of Heaven. Hier der Hobbyfotograf. Wer? Opa, ich bin am Filmen. Ich bin Hobbyfilmer, ja? Hobbyfilmer.